Hi, ich bin Kim von Amorelie und ich gehe heute auf die Straße, um heute die Berliner anlässlich des Masturbation March rund um Masturbation zu befragen. Glaubt ihr, dass Männer oder Frauen mehr masturbieren? Männer. Ich glaub, ja, Männer. Ja, oder? Bestimmt. Ja. Männer. Ich glaube auch Männer. Männer machen das einfach. Und ja, daher denke ich, dass Männer dann auch offener damit umgehen. Was glaubt ihr, wie viele Männer und Frauen täglich masturbieren? 100% der Männer? Nein. 90%? Ich glaube nicht. Prozent? Nicht? 90%, ich dachte immer mehrmals am Tag. Oh, fuck, nein. Nein? Sagen wir mal 50%. Also ich glaube nicht, dass es jeder macht und ich kann mir also in meinem Freundeskreis so auch nicht vorstellen, dass alle Leute das jeden Tag machen. Yeah, probably like 30-40% with men and maybe like... Every day. Oh, right. I think it's hard. Yeah, maybe still. Also ich glaube, dass viele Männer jeden Tag masturbieren. Ja, 75%. Und bei Frauen würde ich sagen, 44. 45%? Ich sag 50. 50%, ja. Das sieht sehr anders aus. Also es sind 9% der Männer und 1% der Frauen. Was? Wirklich? Wow. Krass. Wie viele Männer und Frauen, glaubt ihr, haben noch nie masturbiert? Gibt es Männer, die noch nie masturbiert haben? Fragezeichen. Ich würde sagen so 40%. Zu viel? Ja, 40% würde ich sagen. Ich sag 20. Und bei 20%. Männern würde ich behaupten so 15%. Also ich schätze mal, bei den Männern werden es nicht mehr als 10 sein, aber bei den Frauen wird es vielleicht schon höher sein, so 30% vielleicht. Very low. I don't know, maybe. 2%, I think. A few percent maybe, like, I think it's more among women. I think men less. I'd say 5% with like women and maybe like 2% with men or 1% with men. Yeah. Also es sind 7 bei Männern und 14 bei Frauen. Ah. 14? Ja. Ah, nur. Krass, 40 bisschen daneben halt. Aber ist ja positiv. Ja. Was kennt ihr für Vorteile von Masturbation? Für beide ist es ja auch so ein bisschen so Selbsterkunden, was man mag, was man nicht mag. Maybe. You get less stress with it. Keep things clean. I don't know. Like. Man sollte auf jeden Fall in den Vordergrund stellen, dass es okay ist, für beide Geschlechter zu masturbieren und mit ihrem Körper kennenzulernen, dass es keine schlechte Erfahrung ist. Also früher kennt man ja diese Geschichten, die man kleinen Jungs und Mädchen erzählt hat, warum sie das nicht machen sollen. Das ist natürlich total idiotisch. Von daher sollte Masturbation auch ein offenes Thema sein.